Ja, heute großer Tag der offenen Tür in der Bilgeri-Kaserne in Bregenz. Bei mir ist Oberst Kerschert. Er wird uns heute ein bisschen über die Highlights dieser Veranstaltung erzählen. Ein Highlight ist sicher die dynamische Vorführung der Gebirgsjäger aus Bludesch zusammen mit dem Panzer, mit dem Kampfpanzer Leopard, mit dem Schützenpanzer Ulan. Dann erstmals in Vorarlberg zu sehen unser neues Drohnensystem Tracker. Das haben wir hier auch ausgestellt und ein ganz interessanter Stand der Militärpolizei. Weiters freuen wir uns, dass die Spitzensportler des Heeresleistungszentrums aus Dornbirn dabei sind. Das ist so eine richtige Mitmachstation, wo auch Kinder zum Sport gebracht werden, zum Heeressport und was für Möglichkeiten es hier bei uns gibt. Die Militärmusik spielt natürlich auch immer wieder und die Bewirtung haben wir sichergestellt, dass Sie aus der Gulaschkanone eine Kostprobe erhalten. Was ist denn der Sinn dieser Veranstaltung heute? Der Sinn ist, dass wir uns präsentieren in Vorarlberg. Normalerweise haben wir den Tag der offenen Tür in der Walgau-Kaserne in Bludesch und seit Jahren ist es uns jetzt gelungen, den hier in Bregenz zu machen und auch einmal die Bregenzer Kaserne zu öffnen und zeigen, hier sind die Soldaten untergebracht, das läuft in Vorarlberg und wenn Schutz und Hilfe benötigt wird, sind wir Soldaten da. Der Standort Bregenz wurde ja bereits in der Vergangenheit öfters diskutiert. Wie wichtig ist denn für das Bundesheer der Standort Bregenz? Der Standort Bregenz ist für uns sehr wichtig, vor allem die Nähe zur Landesregierung, weil das Militärkommando ist die Koordination in Katastrophenfällen zwischen der Landesregierung und den eingesetzten Truppen. Und hier profitieren wir von der Nähe zur Landesregierung und der Infrastruktur hier in Bregenz. Sie können sich also vorstellen, in der jetzigen Situation wäre es für feindliche kaum möglich, aus dem Haus die eigenen Soldaten sozusagen unter Beschuss zu nehmen. Der Raum wird geflutet. Zusätzlich, der vor Ort eingesetzte Gruppenkommandant hat gemeldet, dass ein feindlicher Schütze sich ergeben hat. Und in weiterer Folge werden nun die Scharfschützen nachgezogen, die sich also nach Hausdach befinden. Wurde auch ein Hubschrauber mit einem weiteren Scharfschützen-Team
in Bewegung gesetzt. Und gleichzeitig können die Personen hier im rechten Bereich nun sehen, wie sichtlich Waffen übergeben. Das Ganze natürlich illegaler Natur. 3-0 hier, Tierbereich 1. Beobachten, Schule, Tätigkeiten. Was wir nun sehen werden, die Scharfschützen werden hindern durch einen gezielten Schuss, dass sich die beiden Fahrzeuge in Bewegung setzen können. Das haben die Scharfschützen nun auch gemeldet. Sie haben die beiden feindlichen Fahrzeuge zum Stehen gebracht. Das Schild ist auch das Team für den Zugriff. Hier werden auch Irritationswurfkörper eingesetzt. Was ist nun passiert? Es ist alles rasch gegangen. Schützenpanzer und auch Flugfahrzeuge. Es stehen meine Soldaten, die Sie hier im Hintergrund sehen, auch noch zur Verfügung, um Fragen zu stellen. Danke sagen für das Interesse.